So. So, jetzt müssen wir den Stadtbereich Lass, besuchen. kriegt man hier erstmal eine Zwischensequenz? Nö, Nö. okay. Hast nur du die Zwischensequenzen gekriegt, schade. Nee. Seltsam. Das Upgrade vom Gemeindezentrum. Jetzt kommt erstmal Marnie bei mir vorbei. Warte mal. Aber das Ding ist abgehakt bei mir auch. Naja, wir müssen jetzt den Stadtplatz besuchen. Jetzt habe ich's. Warte. Ich trauer dem hinterher. Bobby, ich trauer dem hinterher. Was ist abgehakt bei dir? Achso, du meinst Bündel, ja. Bündel ist abgehakt. Ja. Was ist denn das jetzt an? In letzter Zeit spricht jeder in der Stadt über deine enorme Großzügigkeit. Anscheinend sind Pakete mit Gegenständen bei vielen Leuten aufgetaucht, die sie vor Jahren im Gemeinschaftszentrum ausgeschrieben hatten. Und die Pakete haben alle deinen Hof als Absender. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, so etwas zu tun. Alle in Ach der so, wir Stadt haben sind jetzt von überfreundlich. allen hier, alle sind hier freundschaftlich hier gesonnen, ne? Weil wir das Gemeindezentrum Ich aufgewertet finde es haben. echt schade, dass wir jetzt keine Sequenz hatten. Ja, Ich glaube, finde ich wir auch sollten doof. mal hin. Joti will mit mir heute Abend essen. Die will schon mit uns die ganze Zeit essen. Ich habe den Fisch noch nicht mitgebracht. Und Gumi hat sogar schon. 10.000 Ach ja, Euro im Jahr Forellenbarsch. für Magic. Hier. Moment mal, Ich hab. für das echte Kartenspiel oder für das. Für das echte. Magic hatten wir einen, der ständig Grand Prix gespielt hat in unserer Gruppenhalle. Der meinte aber auch, der gibt locker 10.000 Euro im Jahr für Magic aus. Ja, das ist halt der Trading Card Games, ne? Das ist halt echt. Also, ich hab nicht mal 10.000 Euro im Jahr. Das ist ungefähr das, was ich so komplett verdiene. Einmal. Ja. So, ich gehe jetzt mal in die Stadt. Mal gucken, wenn ich die Zwischensequenz kriege, kann ich ja mal vorlesen. Oh, Die die wollen kriegen wir wir auch. alle. Die kriegen wir Ja. alle. Auch schön. Oh, wir haben es geschafft. Wenn ihr am besten noch mit den Fischen, also ich bin im Einzelspieler immer noch damit beschäftigt, die ganzen Fische zusammenzukriegen. Dito. Ich fand die super einfach. Auch schön. Jetzt wird das wieder benutzt, das Gemeindezentrum. Finden wir jetzt dort Ja. immer die ganzen Leute am Tag? Eigentlich. Jetzt haben wir auch 5 Sterne, 6. Ich bin auf halbem Weg zur Bushaltestelle, ist das gekommen, die Ich war mitten beim Zwischensequenz. Ernten, also. Jetzt sehe ich aber nur Lumi. Wie willst du vorlesen Ich dann? bin mir nicht sicher, wie du es getan hast, Lumina, aber das Gemeinschaftszentrum hat noch nie besser ausgesehen. War ich ganz Lumi alleine, Du hast ganz Pelikan einen alleine. großen Dienst erwiesen. Jeder in der Stadt ist froh darüber. Hoho. Hoho. Lumi zeigt jetzt Titten, deswegen lacht er so. Du machst die ganze Stube kaputt damit. Ja. Da muss Als ich dem Zeichen ganz der ausnahmsweise mal recht geben, also. Dankbarkeit würde ich dir gerne mit der größten Ehre der Stadt auszeichnen. Dich. Dem Sterntal-Heldenpreise. Du hast ihn dir verdient. Local Legend. Du erhältst ja einen Total-Heldenpokal. Und das nur in kurz über einem Jahr, ne? Stimme, Wer ist da? Meine Verkäufe sind stark zurückgegangen. Wo sind all meine Kunden hin? Ah, Maurice. Ah, Maurice. Moritz. Zwei A. Ah! Alle meine Kunden hier? Das ist nicht gut. Das Gesicht von dem. Wie fühlt sich das an? Jetzt habe ich Die Antworten? Geräusche. Ich habe auch Antwortmöglichkeiten. Lasst uns vernünftig sein, erledigen wir das doch auf die altmodische Art, darf ich jetzt antworten, eins von beiden. Also ich würde lasst uns vernünftig sein machen. Ich Was auch. machst du? Okay, dann sind wir uns einig. Das macht keinen Unterschied. Ich gebe einfach 75% Rabatt im Schlussverkauf und meine Kunden werden wieder angekrochen kommen, um mich um Vergebung zu bitten. Du wirst schon sehen. Nein, nicht dieses Mal. Kommt alle her, Leute. Oh, jetzt habe ich ja viel zu lesen. Nee, ich mach mit, wenn's Mädels sind. Ich erinnere mich noch daran, wie ich nach Pelikan gekommen bin. Alles um dieses Gebäude war geschäftig und lebendig. Wir haben zusammengearbeitet, um die Stadt zu einem besseren Ort zu machen. Es gab ein richtiges Gefühl von Gemeinschaft. George, du hast immer Kreuzworträtsel gelöst, während du Kaffee in der Gemeindeküche getrunken hast. Erinnerst du dich?
Die guten alten Tage. Emily, du hast extra eine Fahne für das Sterntauftaler Volksfest gewoben. Ich erinnere mich noch, dass du jahrelang daran gearbeitet hast. Es hat wirklich Spaß gemacht. Willi. Ich? Erinnerst du dich noch daran, wie dein kleines Krabbenexperiment aus dem Ruder gelaufen ist? Tue ich. Wir sind eines Morgens aufgewacht und alles war voll mit ihnen. Aber Gas hatte eine brillante Idee. Ein Krabbenfest mal für das ganze Tal. Ich träume immer noch von der Knoblauchbutter. Seht ihr das? Unsere Gemeinschaft ist, was Pelikan so besonders macht. Als der Joja-Markt in die Stadt gekommen ist, haben wir das aus den Augen verloren. Aber jetzt, dank Lumida und den anderen Zweien, haben wir eine zweite Chance. Ich bitte euch darum, mir zu helfen, den Joja-Markt zu boykottieren. Wir haben die Kraft, unseren alten Lebensstil zurückzuholen. Wer ist dabei? Ich habe hier zu lang gelebt, um die Stadt untergehen zu sehen. Auf mich kannst du zählen. Ich bin dabei, ich auch. Kein Joja mehr. Boykottieren, es war der Wachzeit. Ich bin ruiniert. Wenn ihr fertig seid, sagt mir Bescheid, ich nehme die andere. Ich denke, von Morris und seinen Joja-Markt-Fuzzis warten nie wieder gehört. Ich denke, wir sind durch. Ja, gut. Ich mach mal die andere. Das passiert nicht, stimmt. Und ich vertone das mal. Mach mal, ob das passiert. Ha! Das bedeutet gar nichts. Ich gebe einfach 75 Rabatt im Schlussverkauf und meine Kunden werden wieder angekrochen kommen, um mich um Vergebung zu bitten. Du wirst schon sehen. Ich sag das Gleiche. Ja. Nein, nicht dieses Mal, Morris, sagt Pierre. Es ist an der Zeit, das ein für alle Mal zu beenden. Sag genau das Gleiche. Oh, und wie schlägst du vor, das zu machen? Oder auch nicht. Und jetzt tut er die Fäuste zücken. Ha, primitiv, sagt Morris. Ey, ich hau dir eine runter. Wenn du zu viel Angst hast zu kämpfen, dann bring eben einen deiner Mitarbeiter mit. Oder sind alle Jojo-Angestellten solche Feiglinge? Jetzt kocht er. Morris, beleidige mich! Nee, der Morris, der hat gerade so gezuckt, so gezittert. Ich weiß, so okay. Beleidige mich so viel du willst, aber wage es ja nicht, den guten Namen von Joja in den Dreck zu ziehen. Jetzt stehen sie beide voneinander und prügeln sich. Der Ober sagt, ha, nicht schlecht. Du bist sogar noch matschiger als deine Obst- und Gemüseabteilung, sagt Morris. Stehen sie immer noch alle da? Und deine Schläge sind genauso wie Joja. Quantität über Qualität. Ich fand uns die Lösung besser. Jetzt hat Pia richtig hart zugeschlagen. Und jetzt fliegt Morris wie Obelix. Pierre hat gerade wie Obelix zugeschlagen und Morris ist übers Dach rausgeflogen. Und Pierre hat sich eine Sonnenbrille aufgesetzt und die Hand hochgehalten. Ich fand unsere Lösung besser. Von Morris und seinen Joja-Markt-Putzis ward nie wieder gehört. Uns war es ein bisschen emotionaler. Bisschen realistischer vor allen Dingen auch. So, jetzt habe ich aber eine Nachricht, die schon die ganze Zeit in meinem Chat wartet. Die meisten Pros haben effektive DPI von 7 bis 8 und viele benutzen 200 DPI und eine Ingame-Sense von 3 bis 4, sprich DPI, sprich wieder rund 800. Ich weiß. Angeblich ist niedrige DPI und hohe Ingame-Sense besser als umgekehrt. Ja, ich weiß. Aber um die Effective DPS ging es nicht. Es ging um die Effective DPI ging es nicht. Und das soll ich euch noch ein zusätzliches Gimmick verraten, was jetzt noch... Nein. Was passiert ist? Nein. Man kann bei Joja-Markt nicht mehr einkaufen. Ja, das erstens. Und der Gemischtwarenladen hat jetzt immer offen. Oh. Also Mittwoch ist keine Ruhezeit mehr. Das wird unser ganzes Leben verändern. Ja, so oft wie wir Mittwochs einkaufen wollen, schon irgendwie.
Hallo, Olaf. Stell dir mal vor, Lumi, du hättest in echten Leben so einen Laden, der aber mitten in der Woche zu hat. Das gab's früher. Ich bin auf dem Land groß geworden, ich kenne das. Was? Bei uns haben die bloß auch nur vormittags offen gehabt. Ja, aber der hatte nicht komplett zu. Der war offen. Ja, Olaf. Kurz AFK. Schmelf, mir fällt gerade so auf, wie bist du eigentlich hierher gekommen, wenn du normalerweise sowas wie Counter-Strike spielst? Tatsächlich habe ich auch noch ein bisschen PUBG gespielt, fällt mir gerade so ein. Auch ein Spiel, wie bist du hierher gekommen? Ich bin da neugierig, wie Leute halt zu mir gefunden haben, weil das klingt nicht, als würde er üblicherweise bei Stardew Schmelf TV. Okay, kenne ich nicht. Klingt nicht so, als würde er üblicherweise bei Stardew Valley zugucken, deswegen die Frage. Und Dota hat er auch gesagt, will er nicht, also habe ich nicht gedacht, dass er von dir kommt. Nee, den kenne ich auch nicht. Ja, siehst du? Deswegen war ich gerade neugierig. Von mir kommt er auch nicht. Wie kommt die Lampe? Habe ich im Ohr vorgestellt? So. Ich den nochmal entsorgen. Das verkaufen, das verkaufen, das verkaufen, das. Auch nicht mehr. Das auch nicht. Die können wir auch alle verkaufen. Eigentlich auch nicht. Arbeiten wir nicht weiter. Was ist denn jetzt? Gehen wir morgen in die Miete oder gehen wir nicht? Wir haben nichts vorbereitet bisher, von daher wohl eher nicht. Wie einfach jeder mich anlügt, Olaf. Also, wir bräuchten theoretisch für jeden von uns einen Energietonikum. Bleib doch mal am Rechner sitzen, wenn wir hier zocken. Was? Achso, der grisselt schon wieder. Der muss halt rauchen zwischendurch. Mann, sucht den die Freien da. Er kann doch mal 2 Stunden ohne rauchen. Nein, das ist ein erwachsener Mann. Kann er nicht. Warum ist es in meiner Küche so dunkel? Weil wir die Lampen geklaut haben. Vielleicht? Nee, ich hab jetzt mal die Feuer gegen Lampen ausgetauscht, aber in der Küche scheinbar nicht. Noch was? Was noch? Das wird noch reif. Die Blume da. Das wird noch reif. Top 10 ohne 10 mit Zahl. Die Antwort ist ja, wir können doch einfach Winter. Wobei wir das heute dann wahrscheinlich im Stream nicht mehr machen, in das Dingens gehen. Ja, dort haben wir dann auf jeden Fall mehr Zeit. Warum Winter machen? Die Katze hat schon wieder gekotzt. Oh, fuck, ey. Hier. Sei froh, dass es nur eine Katze ist. Will mir vor, wenn Kinder kotzen. Nee, ich bin nicht durchgelaufen, zum Glück. Aber wenn die jetzt eh mal gekotzt hat, dann wird sie gleich nochmal irgendwo gekotzt haben. Küche schon mal. Als ich bei meinem damaligen Freund war und ich bin morgens aufgewacht und ich musste zur Uni. Es gibt so Tage, da wacht man auf und denkt so, oh fuck, nee, ich habe überhaupt keine Lust aufzustehen. Ich will jetzt einfach nicht aufstehen, ich will liegen bleiben, es ist so schön warm, ich habe keinen Bock. Und dann habe ich mich irgendwann aufgerafft, schwing meine Füße aus dem Bett und datsch voll mit nackten Füßen mitten in Katzenkopf. Klingt gut. War richtig schön. Das wäre der Moment, wo ich sage, ich bleib zu Hause. Ja, ich habe dann sowieso aufstehen müssen, um die Füße zu waschen und dann kann man auch duschen gehen und dann ist man quasi auch schon wieder... Ich meine, bei ihm zu bleiben, während er arbeiten muss und ich die Uni schwänze, war halt immer geil, weil er eine Xbox hatte mit eigentlich fast allen neuen Spielen, ne? Ja, siehst du? Noch ein Grund, nicht in die Uni zu gehen. Ich habe das mehr als einmal gemacht, dort zu bleiben, so ist es nicht. Ja. Ach komm, das ist der verbuggte der Hölle. Geil, jetzt fängt der Muskelkater richtig an. Sehr schön, 24 Stunden danach, ja. Oh. Es tut weh. I've got to say. Wieso? It hurts. Wieso kann ich den Preis unter den Tisch stellen? Alles klar. Es ist 1, ihr Lieben. Wieso kann ich den Preis unter den Tisch stellen? Dafür hängt bei mir jetzt ein Schild mitten in der Wand drinne. Oh nee. Jetzt fall ich mal weg. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ehrlich gesagt, eigentlich müsste es so richtig gehen. Ja, Felix, du kriegst wohl ein Kindchen, würde ich sagen. Ja, könnt ihr noch kurz 10 Sekunden euch gedulden? Ein bisschen noch im Rauchen. Wir müssen ja eh auf dich warten, du musst ja weiterklicken. Dann geh ich mir was zu trinken holen. Ich bin nicht rauchen. Okay. Du bist Katzenkotze auffischen. Also ehrlich gesagt müsste das mit dem Gameboy genauso funktionieren. Ich weiß nicht, warum es nicht geht, Bobby. Es hat nichts verändert. Halt letzte Mal. So, wenn er nachher trotz Bier Intus ein Ranked spielen,
Eigentlich fühle ich mich gar nicht betrunken. Letzte Woche war irgendwie schlimmer, aber vielleicht hat die Pizza das zusammen irgendwie positiv gestaltet. Okay, so wie ich rede, sollte ich es vielleicht dann doch lassen mit dem Ranked. Und so. So. Es hat sich mit dem Stream irgendwie verändert. Am Anfang war ich immer mega, nicht nervös, aber immer aufgeregt, vor der Kamera zu hocken. Hab mich lange gebraucht, um mich dran zu gewöhnen. Mittlerweile denke ich da gar nicht mehr so richtig drüber nach. Es ist mehr so ein, jo, passt. Man kriegt da Ruhe rein in das Ganze. Auf der Pizza war bin ich wieder. Salat. Das war Spinat drauf. Spinat ist auch Salat. Aber Lumi, du hast mir irgendwie nicht geantwortet, warum du deinen Salat zurückgesetzt hast. Weil ich ein Idiot bin. Das ist aus Versehen. Sehr gut. Ja, pass auf. Mich wurde letzten Stream darauf hingewiesen, dass die Bots sich wieder in die Top 10 eingeschlichen haben. Ja. Und dann habe ich gestern ein bisschen müde angefangen, Bots auszusortieren. Und aber an einer Stelle hat aus Versehen stand, anstatt Remove, habe ich die Remove All gedrückt. Und dann war plötzlich alles weg. Und ich dachte so, fuck. So, und ich habe natürlich zwischendurch, ich habe nicht drüber nachgedacht, dass man den Bot ja vielleicht gelegentlich mal backuppen sollte. Ja. Moment mal, du machst das nur über den Chatbot, deine Royalty? Ja. Dann weiß ich, warum es bei dir nicht funktioniert. Was funktioniert? Du machst doch du machst das nur über den Chatbot. Bei mir läuft es eben nicht über den Chatbot. Bei mir läuft dieses Loyalty über die Twitch-Erweiterung, die Twitch-Extension. Hä? Weil du hast mich letztens gefragt, warum das bei dir in der Top-Liste, deine Salat-Liste nicht funktioniert. Und es gibt eine Twitch-Extension für diese Sachen. Und wenn du die nicht benutzt, denke ich, deswegen funktioniert es nicht bei deinem unten drunter. Ja, aber ich habe doch eine Extension, die als Panel da ist. Die Panel-Extension meine ich nicht. Es gibt nochmal eine Extension, die Currency zählt. Ja. Da brauchst du auch den Chatbot nicht anmachen, theoretisch. Das ist dann egal, wenn du das vergisst. Ach so. Ja, dann sag das doch. Ja, das wusste ich, dass du die nicht benutzt. Ich meine, das macht ja da alles der Chat, also macht ja alles der Streamlabs Chatbot. Warum soll ich da nochmal extra Currency benutzen? Tja, siehst du, ich habe es importiert in den Chatbot tatsächlich, aber ich benutze es dort eigentlich nicht. Ich benutze den Chatbot nur für die Sounds. Für solche Sachen hier. Ja gut, dann erweitere ich einfach noch die Extension da. Ich weiß nicht, ob du auch vom Bot in die Extension sozusagen das packen kannst, sozusagen importieren kannst. Weiß ich nicht, ob das geht. Aber jetzt, wo du es zurückgesetzt hast, ist es ja eh egal. Ja, aber jetzt so für die Zukunft wäre halt nicht schlecht, da irgendwie mal eine Lösung zu finden. Ja, bist du wieder da, Felix? Ja. Mein Headset war ausgegangen, warum auch immer. Batterie? Zu weit weg? Naja, ich hatte die ganze Zeit so gesagt, kommt mal her in mein Haus und so und hab mich dann gewundert, warum keiner reagiert hat. Wer würde dich ignorieren, weil wir dich ärgern wollen. Nicht. Das ich schon immer blöd. Abwischen und nochmal für kleine Jungs. Dein Haus sieht auch von außen tatsächlich viel edler aus. Ich hab das mal alles so stehen lassen, ne, wie ich es hingestellt hatte. Hast ja nur ein bisschen größeres Haus. Das Bett zum Beispiel, das stand so, dass die Vasen halt hier, ne, komplett. Ist doch geil. Ja. So, warte. Aber hier, das Beste ist das hier, Benny. So, schon geht's weiter hoch. Ich hatte das hier hingestellt gehabt. Ja, hast du halt schon hingestellt. Stimmt, das habe ich am Singleplayer-Mode, habe ich schon Kinderbetten, aber keine Kinder. Du hast auch keine Kinder? Nee. Aber was kam denn bei mir auf uns als, ich hatte so einen Toner oder so. Also du hast halt Achievement das große Leben bekommen. Ja, wegen dem Dings, aber musst du Kinder machen mit der Frau. Musst jetzt rechtzeitig schlafen gehen, damit du Spaß haben kannst. Ja, sicher, du arbeitest ja auf einem Bauernhof. Was ist denn kaputt mit der Alten? Was mit der Haley? Raus? Achte darauf, dass deine Schuhe beim Eintreten abschallst, Schatz. Ich werde einfach hier bleiben, dann werde ich Hausarbeit erledigen. Oh, ich kann sie so oft umarmen, wie ich. Ich weiß nicht, ob es dann, wenn es ins Bett geht, jetzt, ob es dann zur Sache geht. Ja, ich glaube, es gibt keine Zwischensequenz für das zur Sache gehen. Die Babys sind einfach irgendwann da. Irgendwann. Sims, weißt du so. Nee, du hast nicht mal Sims-Level, du hast einfach nur den. Du hast nicht Spaß, sondern du hast nur den Scheiß. Super. Du hast nur den Scheiß, also Kinder so der Scheiß wären. Es ist auf jeden Fall sehr anstrengend, das kannst du mir nicht widersprechen, Willst du Kinder?
Ja, aber sie sind trotzdem sehr anstrengend. Ich bin ja auch schon ein paar Mal Onkel geworden. Ich habe das schon mitgekriegt, dass sie sehr anstrengend sind. Das, aber ich will trotzdem Kinder. Das ist ja klar, aber es ging ja um das Grundsätzliche. Ja, ich will Kinder. Oh. Oh. Vielleicht sollten wir uns doch mal daten, denn. Warum? Willst du etwa Kinder haben? Ja. Du hast auf mich nicht den Eindruck von dem typischen Ich will Kinder haben, Frau gemacht tatsächlich. Ich will keinen Kerl, aber ich will Kinder haben. Das ist mein Problem. Aber ich will auch einen Vater haben. Ich wollte sagen, den Deal mache ich aber nicht von wegen, mach mir ein Kind und lass mich sonst in Ruhe. Nein, 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 nein. Ich will ja einen Vater für meine Kinder haben, aber ich will jetzt nicht unbedingt so eine Happy Ever After Geschichte oder so haben. Nee, ich stimmt, du willst ja noch mit anderen Kerlen rumvögeln. Feldschlüssel, ja, ich will auch noch mit anderen Kerlen rumvögeln, das stimmt. Ja, da bin ich nicht der Richtige. Das ist, fällt schon ein bisschen aus, Jimmy. Ach Mensch. Benni, also, will ich nicht reden. Wir reden darüber nochmal offscreen. Stream. Darüber können wir von mir doch gerne onstream reden, weil das ist so ein No-Go für mich, tatsächlich. Was? Wenn die Frauen auch eine Beziehung oder generell auch eine Beziehung zu führen. Na, dann halt nicht. Benni will dich nicht teilen. Hier ist doch gerade 7 Tage. Ich bin schon eifersüchtig, obwohl wir noch nicht mal zusammen sind. Das nee, das hat nichts mit Blumi speziell zu tun. Ich will meine Freundin nicht teilen. Das ist meine Freundin. Naja. Blumi ist nicht meine Freundin. Ich habe allgemein gesagt, ich will meine Freundin nicht teilen. Mensch. Ich will meine Freundin auch nicht teilen, habe ich gesagt. Nee, du hast nur naja gesagt. So entstehen Gerüchte, Ben. Also bei mir kam nicht anders mit, ich will meine Freundin nicht teilen. Der Ben verleugnet das nur. Der will wirken wie ein Single, damit er mehr Zuschauer hat. Genau. Für all die Frauen auf Twitch, die mir sonst nicht mehr zuschauen, weil ich nicht Single bin. Ja, so ist das. Ja, natürlich. Ich habe heute meine Twitter-Statistiken geguckt. Ich habe 14% weibliche Impressionen. Das ist, ohne Scheiß, das ist für Twitch wahrscheinlich eine sehr, sehr hohe Anzahl. Also. Es liegt aber, glaube ich, nur daran, dass ich viel League of Legends-Impressionen aktuell habe. Und auch YouTube-Sachen. Kein feels bad smiley, das macht mich immer traurig, aber ja, Polygamie. Ja. So. Warum ist das jetzt Polygamie feels bad? Wäre das nicht für alle anderen eher feels good, weil die haben vielleicht eine Chance? Vielleicht ist Bobby ein heimlicher Verehrer und ist jetzt sehr enttäuscht, dass ich... Ja, aber dann hat er doch eine Chance, ist doch gut. Ja, da haben viele Leute eine Chance, aber halt nicht für eine Beziehung, weil Polyamorie mag ich ja nicht. Aber viele wollen mich ja da doch auch nicht heilen und wollten sich bis eben imaginieren, dass sie mich ganz alleine besitzen und jetzt... Ja, vielleicht änderst ja du auch irgendwann nochmal deine Einstellung. Das bezweifle ich stark. Weil, ich sag mal so, ich kenne jemanden, die hat mir in der 11. Klasse gesagt, sie will nie Kinder haben. Ich glaube, die hatten zwischen ein Kind laut Facebook. In der 11. Klasse ist man 16, ich bin 30. Ich weiß die war nicht, 17, nicht 16, aber ist okay. Von mir aus, aber mit 30 ändert man seine Einstellung vielleicht nicht mehr ganz so oft. Man kann immer seine Einstellungen ändern. Ja, aber ich will sie gar nicht ändern. Ich sehe da gar keinen Sinn drin. Ich glaube, Einstellungen ändert man auch nicht, weil man sie ändern will, sondern einfach, weil irgendwas klar wird, was dann die Einstellung ändert. Achso, also ich werde jetzt morgen entdecken, dass die romantische Liebe doch genau das, was ich will. Das wollte ich jetzt nicht, also so übertrieben wollte ich jetzt nicht sagen, aber ich denke, das passiert einfach, wenn man lebt, dass sich Einstellungen ändern. Das wollte ich damit sagen. Ach, ja. Ich habe gerade den Katalog für die Tapeten und Böden geholt. Deswegen haben wir so wenig Geld. Ich bin ja emotional sehr treu, nur halt eben körperlich nicht. Benni, soll ich deinen Katalog machen? Was ich halt nicht verstehe, aber ist egal. Soll ich den Katalog mal in mein Haus stellen? Ist bei was für ein Katalog? Gibt es nur einen Katalog? Hast du den Katalog gekauft? Kannst du gerne machen. Du kannst auch das Ding aus meinem Haus rausnehmen, weil bei mir ist nicht so viel Platz. Wenn du jetzt viel Platz hast, kannst du die Sachen bei dir reinstellen. Hab ich ja gerade gesagt. Dekorieren. Bin auf dem Weg. Warum möchte ich immer noch kein Pferd? Ich will als nächstes ein Pferd, gell? Du hast ein Pferd! Du hast Felix dein Pferd abgezogen! Halt die Klappe! Immer noch benutzen. Bei mir steht halt zwar immer noch Fury drin, aber... Was pflegen wir denn eigentlich neulich für einen Umgangston hier? Ich bin heute irgendwie ein bisschen aggro drauf, ist mir schon aufgefallen, sorry. Ich dachte, ich wäre aggro drauf, aber ich habe mich erstaunlich wieder akklimatisiert. Ich war heute Nachmittag auch in ein paar Twitch-Chats und war die ganze Zeit nur am dumme Sprüche machen, das ist mir dann auch so aufgefallen. Eigentlich ist es nicht das, was du normalerweise in Twitch schreibst. Du schreibst zwar ab und zu mal rein, aber ich habe halt wirklich nur dumme Sprüche geschrieben. Hast du dich jetzt im Nachhinein bei allen entschuldigt? Es war nur eine und da habe ich dann irgendwann nur reingeschrieben, wo ich irgendwie den 5. Spruch in 5 Minuten bringen wollte, habe ich nur reingeschrieben, irgendwie will ich heute nur dumme Sprüche bringen. Und hab die nicht gebracht. Und dann hältst du aber noch so ein leichtes Sorry dazu schreiben sollen. Nee, ich glaube, sie fand das bis dahin noch lustig, aber das ist halt so, dumme Sprüche ist halt irgendwann, wenn du den 10. bringst, ist es irgendwann halt nur noch nervig. Das stimmt. Ich glaube, bis dahin war es noch lustig. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob ich dein Geflame bei mir schon fast ein bisschen zu viel finde. Okay. Guck mal, Lumi. Oh. Ja, wo denn da? Tapete!
Tapete. Macht das jetzt eigentlich aber die ganze Wand eines Raums, gell? Naja, immer die von Balken zu Balken, siehst du ja. Ich habe jetzt gerade hier, das war auch die Kinderzimmer, also jetzt wo ich davor stehe, ne? Siehst du das? Ja. Das war auch noch Kinderzimmer-Tapete und die habe ich ja aber schon schwarz gemacht. So die ganze Wand wäre halt schon ein bisschen arg, aber gut. Moment, ich muss jetzt auch so ein Felix hier einrichten. Wo steht's denn? Pilze als Wandtapete. Oben in dem extra Raum, den ich habe. Steht's im Weg und jeder kann ran. Sind wir denn da noch? Bis mal los, Sarah. Bis später. Tschüss. Wo machst du hin? Tschüss. Hab ich irgendwas verpasst? So, jetzt bin ich wieder ganz alleine. Was ist mit steil gehen? Viertel vor zehn kann man noch steil gehen. Da sie vorhin meinte, sie hat sich hingelegt, weil sie nicht so gut ging, glaube ich das nicht. Nee, ich meine, vielleicht meint sie auch mit, ich gehe mal los, mit, ich gehe mal ins Bett und so. Aber das ist nicht steil. Ich will heiraten. Das ist ein Haufen Tapeten, ne? Boah, das ist viel zu viel Auswahl. Ich muss jetzt mal finden, die mir gefällt. Noch die Böden, oder? Oh nein, jetzt kommen auch noch die Böden. Ach, was eine Kurze. Ah, wir müssen dieser Peter eindeutig nehmen. Mit dem Boden? Würde ich mal sagen. Ich muss das an der Wand sehen. Ich kann das nicht so entscheiden. Dann probier's doch bei mir aus. Hier in dem Zimmer. Nein, ich streame, aber ich wollte hier keine. Ach so, Sarah. Na dann. Das bei mir in der Wohnung sehen. Weiß ich ja, wen ich heute hoste. Oh, das sieht schön aus. Ich muss das bei dann mir viel Erfolg. In der Bude sehen. Machst du Rank Games, Sarah? Ranked. Ach, die spielt selbst. Hey, over here, check this out. So, Boden. Ich glaube, ich muss meine Beziehung mal wieder so ein bisschen happen. Ich glaube, Sebastian Boden, jetzt Boden, bestimmt Boden. Schon seit zwei Streams nicht mehr gesehen oder so. Mm. Oh, dann Sandboden. Sandboden ist top. Gib mir Sandboden. Oh, ich muss ein asiatisches Haus. Das Tolle ist, man kann die Tapete von seiner Freundin nicht ändern. Ja, logisch, weil es ihr Raum ist. Versuch mal mit einer Frau, der du einen Raum in deiner Wohnung gegeben hast, darüber zu diskutieren, wie der Raum aussehen soll. Das klappt nicht. Das ist eigentlich ein ganz nettes Easter Egg. Das klappt nicht. Wo zum Henker essen jetzt Sebastian? Ich möchte ihm noch was schenken. Ich muss unsere Liebe mal ein bisschen auffrischen. Meint ihr, der ist... Ohne Träne. Ja, eine Träne natürlich. Wie wär's, wenn du nicht immer nur dahin gehst, wenn du ihn brauchst, sondern auch mal für ihn da bist? Dann kann mich ja jederzeit anrufen, aber er meldet sich nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Beziehung nicht doch etwas arg einseitig ist. Hatz, bist du hier? Ich weiß ja nicht, wer du ist. Du musst halt öfter auf die Knie gehen, Lumi. Was muss ich? Öfter auf die Knie gehen. Nee. Felix wieder dumme Kommentare. Ja. Wenn, dann geht er auf die Knie. Das ist nämlich unser Ding, weißt du? Oh ja, bei mir gibt es Sand in der Küche. Perfekt, muss man nie was wegmachen. Was? Ich habe Sand in die Küche gemacht als Boden. Sehr schön. Sand. Ja, muss man nie was wegmachen. Perfekt. Ich hatte früher die Idee, ob ich Rasen auf meinem Balkon pflanze, aber meine Eltern waren da irgendwie gegangen. Am besten noch Benny Katzenstreu. Dann kannst du es verschauen. Er ist daheim in seiner Bude. Ach man, Sebastian. Wir haben auch fast keine romantischen Sequenzen gehabt. Ich kann ihn doch jetzt nicht einfach heiraten, ohne dass ich ihn kaum kenne. Das ist nicht in Ordnung. Ohne dass du ihn kaum kennst? Nee, du hast ihn ja auch nicht. Ach, scheiß Bier, ohne dass ich ihn richtig kenne. Ich kann ihn gar nicht heiraten, ohne dass ich den kaum kenne. Wenn ich ihn kenne, kann ich ihn nicht heiraten. Was soll denn das? Jetzt hör mal auf, Teufelskreis zu machen. Ich rede nicht mehr mit dir. Okay. Ich bin warum? Sehr frustriert, ja. Jemanden heiraten, von dem ich mir nicht mal sicher bin, ob ich ihn richtig kenne. Das ist irgendwie... Macht ihr euch so viel Tapete zur Auswahl? Heute ist ein Scheißtag. Oh, das passt ganz gut zusammen. Okay, das ist ein bisschen arg blau. Wobei, eigentlich mag ich das. Ah, ich lasse es so. Es wird spät. Wir haben jetzt den ganzen Tag nur mit Dekorieren verbracht. Ich habe noch einen halben Tag. Die Tapete braucht sich auf, wenn ich eine andere drauf mache. Ja, du musst immer neue holen. Du kannst sie nicht wieder abnehmen. Wie kann ich denn
dann eins dran machen, es wieder abnehmen, wieder dran machen, um kannst zu entscheiden, was ich hübscher finde. Du musst ganz oft die gleichen zwei Tapeten dabei haben. Genau. Ey, das ist doch Mist, ist das. Geht uns gut, das ist kein Architekturstudium, war. Hey, jetzt wäre ich mit meinem Chat geflamed für meine Einrichtung. Hey, das finde ich aber nicht nett. Ihr müsst auf meiner Seite sein, ja? Ich fand die erste Farbe am besten. Toll. Die, die ich nicht mehr habe. Super. Musst du nochmal zum Felix gehen. Ach. Und hoffen, jetzt dass der Felix Liebes in dich reinlässt. Das Spiel kann mich mal. Liebhaben? Mhm. Guck grad ins Glas rein. Also ich, Moment mal, das Einzige, was hier nicht rein... Das Einzige, was hier wirklich nicht so richtig reinpasst, ist das da. Ja, okay, den können wir woanders hinstellen oder halt weg machen. Ein Architekturstudium ist incoming. Tatsächlich richte ich eigentlich gerne ein, aber ich glaube, ich richte sehr spartanisch ein für die meisten Leute. Also ich glaube, finde ich nicht so gut. Wenn ich Geld hätte, würde es hier ein bisschen krasser aussehen. Aber momentan kann ich mir irgendwie nichts von dem leisten, was ich wirklich einrichten wollen würde. Und bald lohnt sich es eigentlich auch nicht mehr, weil ich gar nicht mal weiß, ob ich nächstes Jahr noch hier wohne.